Herzlich willkommen beim YouTube-Kanal von Autonotizen, den ihr bestimmt schon abonniert habt. Wenn nicht, dann wäre doch das jetzt eine Gelegenheit, das zu tun. Und ihr könnt auch gerne die Website besuchen, autonotizen.de, mit vielen Tests und Fahrberichten und News zum Thema Automobil. Was ihr heute nicht von mir bekommt, ist ein Standard-Review zum VW Golf 8, denn da gibt es schon eins vom November letzten Jahres und es gibt auch extrem viele andere Videos von meinen werten Kollegen und anderen Medien zur neuen Generation des Bestsellers. Es gibt auch kein Video, in dem ich jetzt in einer epischen Breite die Bedienung des digitalen InnoVision Cockpits erkläre. Da könnt ihr euch das Vergleichsvideo zwischen Seat Leon und VW Golf 8 anschauen. Das verlinke ich unten, was ich kürzlich veröffentlicht habe. Da wird es erklärt. Hier geht es jetzt einzig und allein um die ETSI Mildhybrid-Technik. Eine Elektrifizierungsstufe, zu der ich ziemlich viele Fragen von euch bekommen habe. Wie funktioniert das denn eigentlich und was hat das für Auswirkungen? Als ETSI sind der 110 PS starke Dreizylinder TSI mit DSG und der, wie er hier steht, 1,5 Liter 150 PS starke Vierzylinder mit Zylinderabschaltung lieferbar, immer in Verbindung mit dem 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Unter der Motorhaube kein Unterschied zum regulären 1,5 Liter TSI, den es mit Schaltgetriebe weiterhin gibt. Also wo stecken die sichtbaren Unterschiede? Nur noch einen kurzen Knubbel zeigt das DSG-Shift bei Wire, das heißt kein physischer Hebel mehr, um die Gänge oder die Fahrstufen einzulegen, sondern es reicht eben dieser Knubbel sozusagen als Knopf, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Das ist nötig für die Mildhybrid-Technologie mit 48 Volt Bordnetz und hier, wenn man den Beifahrersitz ganz zurückschiebt, sieht man eine kleine Lithium-Ionen-Batterie eingebaut, die als Energiezwischenspeicher benötigt wird. Im äußeren Format mit 4,28 Meter Länge und seinen 380 Litern Kofferraumvolumen entspricht der Golf ja weitgehend dem Vorgänger. Auch viele Antriebe sind übernommen worden, so eben auch der 1,5 Liter TSI mit 150 PS und Zylinderabschaltung, der bekanntermaßen auch über viele Konzernmodelle eingesetzt und von mir auch schon mehrfach getestet, ein echt guter Motor ist. Und hier im Golf kommt eben viel Hightech dazu, der Travel Assist, der serienmäßig ist, zum Beispiel hier beim Golf Style, also die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage bis 210 km/h, die dann auch prädiktiv arbeitet, das heißt vor Kurven, Ausfahrten und Tempolimits in Ortschaften, sagt Fuß vom Gas und dann das Auto auch abbremst. Und das wird alles kombiniert mit dem 48 Volt Mildhybrid-System, um das es ja jetzt hier bei diesem meinem Videobeitrag gehen soll. Wenn man auf der Landstraße fährt und das Auto keine Leistung benötigt, dann sieht man hier oben die Eco-Anzeige angehen, das heißt Zweizylinder-Modus. Und jetzt kommt die Anzeige der Start-Stopp. Und wir sehen hier, der Drehzahlmesser geht auf Null. Das Auto koppelt den Motor ab vom Getriebe und schaltet den Motor aus. Die 48 Volt, jetzt gehe ich aufs Gas, dann kommt der Motor wieder rein. Während der Motor ausgeschaltet ist, wird die 48 Volt Stromversorgung dafür sorgen, dass die Klimaautomatik und andere elektrische Helferlein hier auch für den Komfort weiter mit Strom versorgt werden. Jetzt nähern wir uns einem Tempolimit. Fuß vom Gaspedal seht ihr, jetzt kommt der Travel Assist eben rein. Der Motor ist zwar aus, aber wird dann, jetzt ich gehe nicht auf die Bremse, jetzt gehe ich erst auf die Bremse und der Motor wird vorher schon vom System wieder eingeschaltet, um die Motorbremse zu nutzen. Es wird zurückgeschaltet vom DSG. Das ist schon alles ein sehr ausgeklügeltes Zusammenspiel des Mildhybrid-Systems zusammen mit dem Fahrassistenten, der Navigationsdaten benutzt und die Multifunktionskamera, die hinter dem Innenspiegel angebracht ist. Die in der Batterie zwischengespeicherte Energie kann auch als Unterstützung für den Verbrenner genutzt werden, also als kleiner Boost. Das heißt, wir fahren jetzt hier aus dem Ort heraus, Tempo 60 war eben, ich gehe jetzt mal aufs Gas, wir beschleunigen auf Landstraßen Tempo 100 und dann soll eben dieser zusätzliche Elektroboost auch den Verbrennungsmotor unterstützen. Das hilft, Kraftstoff zu sparen. Die reinen technischen Daten erzielen jetzt aber keine Besserung im Drehmoment oder in den Fahrleistungen, wie zum Beispiel beim Vorgänger mit DSG.
Der Durchschnittsverbrauch in meinem Testalltag liegt bei 6,3 Litern auf 100 Kilometer. Das waren jetzt so ein bisschen über 400 Kilometer, die ich insgesamt gefahren bin. Also schon ein repräsentativer Wert mit Landstraße, Innerorts und Autobahn. Und das finde ich ist für einen Benziner ein echt guter Wert. Mit dem Leon 1.5 ETSI, den ich neulich im Test hatte, waren es 0,4 Liter mehr. Das dürfte aber einfach daran liegen, dass da war mehr schlechteres Wetter und deswegen ja, mehr Verbraucher an, wie auch immer. Also das ist so die Bandbreite, ich würde sagen, zwischen 6 und 6,5 Litern kann man den echt gut fahren. Das ist sparsam, da kann man dann Sprit und auch Geld sparen. Muss aber vorher schon viel investieren. Der Golf Style kostet als 1,5 ETSI ab 32.480 Euro. Da sind dann aber ist der Travel Assist mit dabei, 17 Zoll Leichtmetallfelgen, LED-Scheinwerfer und so weiter und so fort. Der Testwagen hier mit Matrix-LED und vielen weiteren Extras kostet dann schon fast 42.000 Euro. Der Mild-Hybrid ist, wie ich finde, schon eine Bereicherung für ein traditionelles Verbrennermotorenprogramm. Der passt gut zum Golf, weil er so unaufgeregt ist. Der Golf ist ja nach wie vor jedermanns Liebling, auch wenn er echt mit der Bedienung so einen bestimmten paar Kunden vor den Kopf stößt. 150 PS und der geringe Verbrauch finde ich okay. Das DSG schaltet besser als bisher, man kann besser rangieren und die Antriebskombination hier als ETSI ist ein richtiger Weg, ein kleiner Schritt auf einem richtigen Weg in die Elektrifizierung von Autoantrieben. Interessant finde ich aber den großen Aufwand, der betrieben wird. Es gibt ja die Plug-in-Hybrid-Versionen, die auch beim Golf 8 bald kommen, dann als E-Hybrid und GTE mit mehr Systemleistung. Und hier die Mild-Elektrifizierung oder die Mild-Hybridisierung. Und was so ein bisschen fehlt, finde ich, ist ein Konzept, was zum Beispiel Toyota schon lange, lange Zeit sehr erfolgreich macht, über 15 Millionen Autos weltweit verkauft, die auch alle zuverlässig funktionieren oder zumindest das, was man so hört. Warum gibt es keinen guten Vollhybriden, entweder mit Sauger oder auch mit Turbomotor, mit CVT oder vielleicht kann man das auch mit DSG kombinieren, mit dem man dann einfach ein paar hundert Meter elektrisch fahren kann, die man auch nicht extern aufladen muss und der dann mindestens diese Verbräuche, wenn nicht gar noch weniger Benzinverbrauch ermöglicht, was man ja so am Beispiel von Testberichten mit dem Toyota Corolla Kombi verlinke ich unten sieht. Und das finde ich, dieses Bindeglied wird von der deutschen Autoindustrie so ein bisschen außer Acht gelassen. Vielen Dank fürs Zusehen, auch bei diesem Video, auch wenn es kein typisches Review war. Lasst mich doch wissen, was ihr von diesem Format haltet. Einfach mal einen Aspekt einer Automodellfamilie oder eines bestimmten Modells herauszustellen und den zu behandeln. Wer mehr vom Golf will, kann eben das andere Video ansehen, das unten verlinkt ist, oder auch den Bericht lesen auf autonotizen.de. Den Link findet ihr auch unten in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und, wie ich es eingangs sagte, fürs Abonnieren des Kanals. Und dann gibt es bald bestimmt wieder Berichte über Verbrenner, Vollhybride, Plug-in-Hybride, Elektroautos und vielleicht auch mal wieder über die Brennstoffzelle. Vielen Dank und bis dahin, ciao.